Test, Test. Sind die Eltern oder die Kinder komplizierter? Super Frage. Also, wie in allen Bereichen gibt es beides. Wir haben interessante Kinder, wir haben interessante Eltern, wir haben tolle Kinder, wir haben tolle Eltern, das schließt alles nicht, sich nicht aus. Natürlich ist es so, dass viele Kinder bei uns sind, wo einfach der soziokulturelle Hintergrund sehr schwierig ist, wo einfach ganz traumatische Erfahrungen da sind. Was wir jetzt beobachten in letzter Zeit, in den letzten Jahren, ist so diesen Medienkonsum, überhöhte Medienkonsum, medienverwahrlost die Kinder und Jugendliche. Die Verhaltensweisen der Kinder sind bedingt aufgrund von Defiziten im familiären Umfeld. Oder weil die Eltern halt arbeiten müssen komplett, ja, und den ganzen Tag arbeiten müssen, um sich die Bildung leisten zu können. Ich verstehe das, und dann ist halt ganz viel auch Verwahrlosung und alleine sein. Die Erfahrung, die wir machen, ist so, dass eigentlich die Kinder viel mehr Zeit bräuchten zum Reifen. Und die Zeit kriegen sie nicht. Und dann muss ich manchmal, wenn ich überfordert bin, einfach Kompensationshandlungen entwickeln. Und jener geht anders mit um. Der eine zieht sie zurück, bleibt zu Hause, zockt. Der andere, der agiert aus in irgendeiner Form, lenkt von Verhaltensweisen ab oder von Schwächen ab und fliegt dann raus. Und alles traumatisiert die Kinder in irgendeiner Form. Dann wird auf die Eltern gezeigt, das erhöht ja alles noch mehr in Druck. Und dann entwickeln sie da teilweise Abwärtsspiralen, die wirklich schwer zu stoppen sind. Ja. Schwierige Frage. Was ist der häufigste Fehler, den Eltern bei der Erziehung machen? Ich glaube, zuallererst mal, das klingt ein bisschen abgedroschen, aber man kann nicht nicht erziehen. Das ist so ein richtig typischer pädagogischer Satz. Das heißt, es findet immer in irgendeiner Form Erziehung statt. Ich glaube, dass Konsequenz was Wichtiges ist, also dass man einfach, die Kinder brauchen Struktur und Konsequenz. Sie müssen einfach wissen, wie ist der Rahmen, wie ist der Tag strukturiert, wann muss ich ins Bett. Gemeinsame Rituale, so sagen sie. Es ist einfach wichtig, Rahmen, Struktur, Sicherheit geben. Also ich glaube, Erziehung ist einfach, braucht viel Energie. Das haben viele Eltern nicht mehr. Kinder brauchen Liebe. Nochmal romantischer Satz gesagt, ist so. Und klar, die Leitplanken drumherum müssen passen. Dass man die Kinder auch wachsen lässt. Wachsen lässt heißt, dass ich dann auch schöne Dinge sehe. Also, dass ich mich auch auf die Ressourcen und positiven Sachen fokussiere. Das macht ja auch was. Das gibt eine ganz andere Haltung, ganz anderes Miteinander. Mögt ihr alle Kinder von Anfang an, müsst ihr alle mögen. Also, alle Kinder mögen ist ein blödes Wort. Ich sehe in jedem Kind, das zu uns kommt, die positiven Seiten. Und es gab aber auch schon mal, es gab einfach mal einen Bub, mit dem kam ich einfach 0,0 klar. Das ist so. Ich glaube, wenn Kinder das Gefühl haben, der interessiert sich wirklich für mich, dann machen Kinder ihr Herz auf. Humor ist ein ganz tolles Mittel. Wenn man miteinander lacht, dann fällt es auch einem einfacher, jemanden zu mögen. Und das ist dann eine Haltungsgeschichte. Gibt es auch Kinder, die ihr einfach doof findet? Ich sag nee. Sorry, nicht. Nee. Ich sag nee, das gibt Fall, dass ich doof finde. Doof fand ich vor ein paar Wochen, wo ein Schüler mir in die Weichteile getreten hat, versehentlich. Das war doof. Ja, er wollte... Oder konsequent. Ich finde manchmal Eltern doof, weil sie nicht kapieren, dass sie ihren Kindern einen Scheiß antun. Wenn es dann irgendwie um Sorgerechtsgeschichten geht, dann werden Kinder gerne instrumentalisiert. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, nö. Ich finde Kinder kreativ. Wie werde ich cool für Kids und Teenager? Was mache ich, wenn die Kleinen mir mal richtig auf den Zeiger gehen? So, jetzt.